Von den sanften Wellen vor Eresos bis zum Tempel von Messa. Lesbos eignet sich hervorragend für lyrische und erotische Spiele. Die weichen Formen seiner Landschaft spiegeln sich in den Versen der Dichterin Sappho. Es ist die Insel der Leidenschaft zwischen Frau und Frau, die lesbische Liebe. Die Liebe von Lesbos wird hier in der Ägäis zum ersten Mal literarisch verarbeitet, im 7. Jahrhundert vor Christus, von einer ganz besonderen Dichterin. Messe de nicht, παραδέρχεται ώρα. Εγώ δε μόνα κατέβδω. Gedichtfragmente, begleitet von der Lyra. So offenbart sich Sapphos Insel. Eine Welt voller Musen, erotischer Leidenschaft, Kunst und Intellekt. Inmitten einer üppigen mediterranen Landschaft. Die Sterne rund um den schönen Mond verbergen ihre leuchtenden Körper, wenn er voll und intensiv die Erde zum Strahlen bringt. Sappho erblickt lange vor den Tragödiendichtern Aischylos, Sophokles und Euripides das Licht der griechischen Welt. Auch die Athener-Philosophen Sokrates und Platon sind historisch weitaus jünger als sie. Im Dorf Eresos wird Sappho im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung geboren, so heißt es. In den überlieferten Fragmenten ihres lyrischen Werkes feiert sie die Morgenröte einer Königin gleich und die goldene Luzerne, die am Ufer des Meeres wächst. Lesbos ist in Sapphos Tagen eine Hochburg der Modernität innerhalb der hellenischen Welt. Denn die Insel steht nicht unter dem Einfluss Athens, sondern profitiert von den Reichtümern Kleinasiens, eines Teils der heutigen Türkei. Zu Sapphos Zeiten hat der Wohlstand auf Lesbos seinen Höhepunkt erreicht. Das goldene Zeitalter von Athen war noch nicht angebrochen. Die athenische Demokratie existierte noch nicht. Die fünf Städte von Lesbos sowie die auf den benachbarten Inseln Chios und Samos waren damals die kultiviertesten Zentren der Antike. Von allen Gottheiten wird auf den Inseln der Nordägäis Demeter am meisten verehrt. Die Göttin der Erde, der Ernte und der Fruchtbarkeit. Aus dem Reichtum der Natur schöpft auch Sappho ihre lyrischen Metaphern. In der Antike hieß es, wenn die Götter Brot essen wollten, schickten sie Hermes hierher, um welches zu holen. Brot aus der Gerste von Eresos. Das war das Beste von ganz Griechenland. Der Boden hier ist wegen des Vulkangesteins so fruchtbar. Und das wird von Regen und Wind abgetragen und verteilt. Von diesem ganz besonderen und starken Wind, der typisch ist für die Gegend hier, erzählt auch Sappho in einem ihrer Gedichte. Da heißt es: Die Liebe hat an meinem Geist gerüttelt wie der Wind an den Eichen auf den Bergen. Der Wind, die Eichen, die wir hier überall um uns herum sehen können, es ist völlig klar, dass sie von Eresos spricht. Sappho schien ganz und gar im Einklang mit ihrer Umgebung zu sein. Das kann man bei der Wahl ihrer Worte richtig spüren. Und so kann jeder, der hierher kommt, sich in ihren Texten wiederfinden, wenn er die Landschaft und das magische Licht um Eresos betrachtet. Sappho profitiert vom Erbe des Dichters Homer. Doch sie befreit sich von der epischen Erzählung und entwickelt eine Poesie der Innenwelt. Sie zieht den inneren Frieden lärmigen Heldentaten vor. Und das in einem archaischen Griechenland,
in dem das Recht des Stärkeren gilt. Eine Truppe von Reitern heißt es, oder von Fußsoldaten, ein Geschwader. Nichts Schöneres gäbe es auf der blauen und dunklen Erde. Doch ich sage, schön ist der oder die, die man liebt, mit all seiner Liebe. Das ist eine Wahrheit, die jeder unschwer verstehen kann. Jetzt kommt mir Anaktoria in den Sinn, die Abwesende. Die süße Anmut ihres Schrittes, das wechselnde Leuchten ihres strahlenden Antlitzes. All das möchte ich lieber sehen als eure lydischen Streitwagen und eure bewaffnete Infanterie. Mit diesem Gedicht erklärt Sappho etwas, was nie zuvor von einem Mann oder einer Frau gesagt wurde. Und wir reden hier von einer Frau im 7. Jahrhundert vor Christus. Das ist wirklich grandios. Sie sagt uns, ihr könnt die Kavallerie lieben, die Infanterie, ihr könnt von der Armee und ihren Schlachten fasziniert sein. Für mich aber ist das Wichtigste, das Einzige, was wirklich zählt auf der Welt, die Liebe. Sapphos Vater wird bei einem bewaffneten Kampf getötet, als sie selbst noch ein Kind ist. Der Dichter Ovid schreibt später: Sie war gerade einmal 6 Jahre alt, als die väterlichen Gebeine viel zu früh von ihren Tränen benetzt wurden. Zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern zieht sie von Eresos nach Mytilini an der Ostküste der Insel. Das Herz der Stadt ist damals dort, wo heute die Festung steht. In ihren Gedichten gesellt sich zu Sapphos Liebe zur Natur eine ausgeprägte Vorliebe für die Feinsinnigkeit des zivilisierten Lebens. Und die gibt sie als Erwachsene an junge Frauen weiter. In der Stadt gründet sie ihre Schule für lyrische Künste an einem Hang mit Blick auf Kleinasien. Junge Töchter von Adelsfamilien aus dem ganzen Mittelmeerraum kamen zur Ausbildung nach Lesbos. Sappho war berühmt geworden für ihren Unterricht in Musik, Tanz, Körperhaltung und guten Manieren. Zumindest glaubt man, dass dies die Disziplinen waren, die sie lehrte. Mytilini ist in jenen Tagen eine große Handels- und Militärmacht. Die Einwohner lieben ihre Geschäfte und politische Intrigen. Sappho gehört zu einer Elite von Intellektuellen und Aristokraten mit einem mondänen Lebensstil. Lesbos ist für sie ein Tempel des Hedonismus und der Lust. Privilegien einer gebildeten und müßiggängerischen Gesellschaftsschicht. Ich will dir die schönen Tage der Vergangenheit in den Sinn rufen. Die Kronen, oft aus Veilchen und Rosen und Krokussen, mit denen du, warst in meiner Nähe, deine Stirn schmücktest. Und die wohlriechenden Ketten, die geflochtenen Blumen, die du um deinen zarten Hals warfst. All das duftende Öl, die kostbare Salbe, mit der du deinen Körper einriebst wie eine Königin. Und auf dem weichen Lager entließest du in meinen Armen zärtlich dein gestilltes Verlangen aus deinem Körper. Sapphos Poesie handelt bevorzugt von Sexualität. Sie unterhält Liebschaften mit manchen ihrer Schülerinnen, empfindet sie als wunderbare Gefährtinnen, denen sie ihre Zärtlichkeit schenken kann. Sappho hat Frauen geliebt. Lange vor Plato in seinem Symposium hat Sappho anhand der erhabenen weiblichen Schönheit eine moralische Kraft des Schönen erkannt. Sappho liebte sich selbst genauso, wie sie alle Frauen in ihrer Umgebung liebte. Und dieses Gefühl zieht sich durch ihre gesamte Dichtung. Sapphos Poesie ist ein Loblied auf das Wesen des Weiblichen, auf Aphrodite, die Göttin der Liebe. Eine Liebe, die strahlt wie die Sonne von Mytilini.
Sappho trifft sich mit ihren Freundinnen auf der Hochebene von Lesbos, in der Nähe des Tempels von Messa. Hier oben werden Feste gefeiert und der Dionysos-Kult zelebriert. Und hier oben wird die Leidenschaft der Dichterin geweckt. Sie verliebt sich in eine junge Frau namens Attis und schreibt ihr: Ich bringe deiner Schönheit all meine Gedanken zum Opfer dar und ich liebe dich mit all meinen Sinnen. Es gibt hier ein erotisches Element. Das kann man gar nicht übersehen. Das heißt, wer sich weigert, das zu akzeptieren und Sapphos Dichtung weiterhin so konservativ betrachtet, wie man es bisher tat, tut ihren Texten wahrscheinlich Unrecht. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Sappho tatsächlich sexuelle Beziehungen zu einigen dieser jungen Frauen pflegte. Sapphos Verse werden geschrieben, um mit der Lyra begleitet zu werden. Darauf geht der Begriff lyrisch für poetische Dichtung zurück. Sappho ist eine Meisterin dieser Disziplin. Sie verkörpert musikalische Harmonie und weibliche Anmut. Vor einem Hintergrund, der geeignet ist, sinnliches Entzücken hervorzurufen. Wie der Tempel von Messa. In einem ihrer Gedichte erzählt Sappho von einer jungen Frau, die wunderschön ist, aber in den Bereichen Musik und Kunst ungebildet. Sappho sagt ihr voraus, dass niemand sich an sie erinnern werde, dass sie durch die Unterwelt irren werde wie ein Schatten. Denn Musik und Kunst zählten in ihren Augen so viel, dass sie, fast noch mehr als die Schönheit, den Wert jeder Frau bestimmten. Doch nicht alles in Sapphos Welt ist von Sanftmut geprägt. Heftige, aggressive Gefühle stören ihre Suche nach wohlklingendem Gleichmut. Denn wird die Liebe nicht erwidert, wird sie für Sappho zu einem Gewebe aus Lügen. Einer Legende nach soll sie sich von einem Felsen in den selbstbestimmten Tod gestürzt haben. Was von Sappho bleibt, ist die Wahrheit ihrer Texte. Etwa 650 Verse haben nicht nur den Lauf der Zeit, sondern auch die christliche Zensur und die konservative Moral überlebt. Die erhaltenen Fragmente sind ein Schrei nach Liebe und voller Auflehnung und Angst. Sie bleiben für immer mit Lesbos verbunden und mit der weiblichen Lust. Von den Musen empfing ich das wahre Glück. Wenn ich dereinst sterbe, werde ich nicht vergessen sein.